Einsatz im Morgengrauen. Im spanischen Saragossa soll Isaac Pascual eine Leiche zur Obduktion bringen. Jemand ist aus dem Fenster gestürzt. Die Leiche liegt im öffentlichen Raum. Also müssen wir uns beeilen, damit die Straße wieder freigegeben werden kann. Mal sehen, was uns erwartet. Isaac ist Mitglied der katholischen Bruderschaft des Blutes Christi. Seit dem Mittelalter kümmert die sich in Saragossa um den Abtransport von Leichen. Immer dann, wenn die Todesursache unklar ist und auf richterliche Anordnung. Ein Ehrenamt, auf das er stolz ist. Die Arbeit muss erledigt werden. Wenn alles vorbei ist, dann kommen die Gefühle hoch. Jetzt muss ich aber funktionieren. Da braucht man ein dickes Fell und man muss wissen, was man macht. Der Mann ist aus dem 8. Stock gefallen. Selbstmord, vermutet Isaac. Womöglich eine Folge der Corona-Pandemie, sagt er. Denn nicht nur das Virus sei tödlich, auch die Verzweiflung treibe Menschen in den Tod. Wir hatten in dem ganzen Jahr mehr Selbstmorde. Auf so einen Lockdown wie diesen ist keiner wirklich vorbereitet. Das wirkt sich auf die Psyche aus. Und wenn jemand sowieso schon seelisch krank ist, dann kommt das noch hinzu. Eine Bruderschaft wie die des Blutes Christi, die sich um Leichen kümmert, das gibt es in Spanien nur noch in Saragossa. Mehr als 500 Mal wurden die Brüder vergangenes Jahr zum Einsatz gerufen. Für sie hat das Tradition. Mit der Pest im 13. Jahrhundert fängt alles an, dann die spanische Grippe, jetzt Corona. Als am Anfang der Pandemie hunderte Menschen sterben, müssen die Brüder sogar Bestattern beim Abtransport der Covid-Toten helfen. Tod und Seuchen sind für die 48 gläubigen Männer um Oberbruder Ignacio Jiménez selbstverständlich. Doch bei vielen Menschen herrscht Panik, damals wie heute. Jeder kann dich anstecken, jederzeit, überall. Wir verlieren die Kontrolle. Und das verunsichert die Leute. Manche halten sich sogar von Menschen fern, die eine Covid-Infektion schon längst hinter sich haben. Das stellen wir immer wieder fest. Die Kranken werden regelrecht stigmatisiert. Corona hat Ignacio am eigenen Leib erfahren. Auch er hatte sich infiziert. Heute geht es ihm wieder gut. Er kann seinem Ehrenamt wieder nachgehen. Doch die Krankheit hat ihn geprägt. Ich war eine Woche lang im Krankenhaus auf der Covid-Station. Da lernst du Leute kennen, die das nicht überstehen. Junge Menschen, Alte. Das hinterlässt Spuren. Wen das nicht mitnimmt, der muss schon sehr unsensibel sein. Viele mussten alleine sterben. Angehörige konnten nicht einmal zur Beerdigung, wie Leonor Barrea. Ihre Tante ist in einem Altersheim gestorben, an Corona. Wir haben sie sehr geliebt. Natürlich hätten wir uns von ihrem Leichnam verabschiedet, aber wir durften ja nicht, weil sie in einer anderen Provinz wohnte und alles abgeriegelt war. Dabei hätte es mir sehr geholfen, dorthin zu fahren und zu sagen, Tante, ich habe dich lieb. Einsamkeit und Tod, das erlebt Bruder Isaac fast jeden Tag. Er ist Krankenpfleger und hat auch auf der Corona-Station gearbeitet. Die Trauer fällt schwerer. Das ist das Problem. Der Tod kann nicht richtig verarbeitet werden. Und die Trauer dauert viel länger. Eine ganze Woche hat Isaac Rufbereitschaft beim Leichendienst seiner Bruderschaft. Im Durchschnitt muss er 10-mal ausrücken, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Doch er fühlt sich dazu berufen. Ich habe nicht vor, aufzuhören, nein. Ich mache das, solange ich kann. Ich hoffe, mein Leben lang. An diesem Morgen muss er wie immer den Leichnam noch zum Gerichtsmedizinischen Institut von Saragossa begleiten. Erst hier kann Isaac seinen Dienst beenden. Doch das Schicksal des Toten beschäftigt ihn noch lange.